Hallo und herzlich willkommen zur 33. Ausgabe meiner Top 2000 Hits aller Zeiten. Das ist die 2021er Ausgabe und wir haben heute uns natürlich wieder 40 Songs vorgenommen, nämlich genau gesagt die Plätze 720 bis 681. Das sind auf jeden Fall die nächsten 40 Songs und ja, wir gehen auf jeden Fall gleich mal rein in dieses Video. Auf jeden Fall dürft ihr euch heute auf ja, tolle Songs natürlich wie immer freuen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt rein mit Platz 720. Und da gehen wir gleich mal rein in das Jahr 2018. Einer der ja, bekanntesten Songs im Jahr 2018 war auf jeden Fall Panic at the Disco, High Hopes. Ja, mit diesem Song konnte sich Panic at the Disco hier vor allem in Deutschland einen Namen machen. Davor waren die hier bei uns auf jeden Fall noch unbekannt, aber durch diesen Erfolg kennt man sie jetzt auf jeden Fall auch bei uns in Germany. Weitermachen wir mit Platz 719 und da gehen wir zurück in die 80er. Ein großes Musikjahrzehnt auf jeden Fall. Dazu wird es bei mir auch noch eine eigene ja, Liste mal geben. Einen eigenen Countdown. Jetzt haben wir allerdings den bekanntesten Song von Huey Lewis and the News, The Power of Love, Platz 719 hier im Countdown. Platz 718, da gehen wir in die 70er, nochmal ein bisschen weiter zurück in unseren Musikjahrgang. Da hatten wir nämlich damals Blondie, einer ihrer ersten Songs tatsächlich, Heart of Glass aus dem Jahr 1978, also noch vor den 80ern war das. Und ja, wir gehen rein wieder ins Jahr 2018, da sind wir jetzt schon zum zweiten Mal in diesem noch jungen Video. Da haben wir jetzt Eminem mit Venom, ganze 5 Minuten lang ist dieser Song, der auch, ja, sag ich mal, einer der bekannteren von Eminem ist. Platz 716 und da kommen wir jetzt in die 90er, nämlich zu Hanson und ja, das war leider auch so ein kleines One-Hit-Wonder, MMM Bob aus dem Jahr 1997. Leider auch wirklich das, ein gutes Beispiel natürlich wieder für ein One-Hit-Wonder, aber war auf jeden Fall ein richtig guter Song. Dann machen wir weiter mit Pink, die hatte ja zahlreiche Songs auf jeden Fall rausgebracht, im Jahr 2001 tatsächlich schon. Just Like a Pill, Platz 715 und natürlich ist Pink das ein oder andere Mal sogar ja, dabei hier in meinem Top 2000er Countdown. Bestimmt auf jeden Fall 10 Mal oder so, also ich habe es gar nicht mehr nachgezählt. Auf jeden Fall ist Pink eine der Künstlerin, die am meisten mit hier vertreten ist. Dann machen wir weiter mit dem Scatman John und Scatman aus dem Jahr 1995. Der hat es auf die 714 geschafft. Auf Platz 713, Rihanna, auch eine sehr, sehr erfolgreiche Frau im Musikbusiness. Mit California King Bad landet sie 2011 auf jeden Fall einen Hit, der es bei mir natürlich auch reinschafft in die Top 2000. Dann machen wir weiter mit Michael Patrick Kelly und Gentleman, ID aus dem Jahr 2017, das ist die 712. Weiter geht es dann auf jeden Fall mit den 70ern, da sind wir jetzt nochmal dabei. Sweet, das war eine der größten Bands, sag ich mal, aus den 70er Jahren. Ballroom Blitz auf jeden Fall auf Platz 711 bei mir gelandet. Jetzt machen wir auf Platz 710 weiter mit einem Weihnachtssong von Britney Spears, nämlich My Only Wish This Year, 2009 erschienen und gehört auf jeden Fall jedes Jahr zu den Weihnachtsklassikern und auch hier ist der Song auf jeden Fall vertreten. Machen wir weiter mit einem der bekanntesten Songs von Snoop Dogg zusammen mit Pharrell Williams, Drop It Like It's Hot, das ist ein klassischer 2000er Style aus dem Jahr 2004, somit ist das die 709. Wir machen weiter mit einem Song natürlich aus dem Jahr 2020, aus welchem Jahr denn auch sonst. Jesse Stewart haben wir da auf jeden Fall mit I Need You To Hate Me. Dann gehen wir mit großen Schritten Richtung Top 700, aber zuvor haben wir jetzt auf jeden Fall die Fantastischen Vier noch mit Dida. Auch das ein sehr, sehr erfolgreicher und bekannter Song aus dem Jahr 1992. Weiter machen wir dann mit Andrew Donalds All Out of Love und der Song wäre fast ein 2000er geworden tatsächlich. Gerade noch veröffentlicht im Jahr 1999 und somit auf Platz 706 auf jeden Fall bei mir gelandet. Auch eher wirklich nur diesen einen großen Song gehabt.
Und ja, somit haben wir jetzt Platz 705. Da gehen wir wieder rein ins Jahr 2020 zu Vicky Gabor mit Getaway. Das ist so ein bisschen unbekannterer Song, tatsächlich. Aber bei mir natürlich auch damals dabei gewesen in den Wochencharts natürlich, die ich 2020 tatsächlich auch schon geführt habe. Da war so ein bisschen, ja, der Anfang, sage ich mal, von meinen wöchentlichen Charts. Damals immer noch die Top 25 waren das. Und jetzt sind es die Top 40 und dabei wird es natürlich auch die nächsten Jahre auf jeden Fall bleiben. Jetzt haben wir Roxette, auch eine sehr, sehr erfolgreiche Dame in den 80ern, 90ern. Mit It Must Have Been Love hatte sie auf jeden Fall auch einen großen Song im Jahr 1985. Das ist Platz 704. Platz 703 geht jetzt an Aerosmith mit Crazy. Das war wieder ein 90er aus dem Jahr 1993, auch einer der größten Hits dieser Band, die ja den einen oder anderen Erfolg feiern konnten. Genauso auch Cher, auch sie erfolgreich mit mehreren Hits, unter anderem Strong Enough, ein bekannter Song von ihr aus dem Jahr 1998, die 702. Und wir gehen gleich zu Platz 700, aber zuvor noch auf Platz 701 haben wir Gregor Meile, den werden nicht viele von euch kennen, denke ich mal. Aber das ist aber mal ein sehr großer Song, da geht es um Gefühle und so weiter. Nämlich Gregor Meile ist mit Keine ist wie du hier aus dem Jahr 2014 auf Platz 701 gelandet. Also ein ja, Liebeslied tatsächlich hier auf der 701. Und somit sind wir angekommen in den Top 700 und da haben wir auf der 700 ja auch einen Song, der ja ein One-Hit-Wonder war von der Band The Calling aus dem Jahr 2001 tatsächlich. Ich dachte immer, der Song ist tatsächlich schon älter, aber tatsächlich noch gar nicht so alt. The Calling, Wherever You Will Go, Platz 700 hier in den Top 2000. Machen wir weiter mit Platz 699. Da gehen wir zurück in die 90er, ins Jahr 1995. No Doubt haben wir da mit Just a Girl. Und somit haben wir Platz 698. Da haben wir Miller zusammen mit Malubwiz, All Good aus dem Jahr 2019. Leider auch ein One-Hit-Wonder bisher geblieben. Aus der jüngeren Vergangenheit sozusagen. Und der sechste kommt gleich sozusagen hinterher, nämlich die Band Blue. Da gab es auch nur eigentlich diesen einen Song hier, nämlich You Make Me Wanna aus dem Jahr 2002. Der ist bei mir auf der 697 gelandet. Jetzt kommen wir auf der 696 zu einem Mann, der ja viele gute Songs auf jeden Fall rausgehauen hat. Unter anderem auch diesen hier. Madcon ist hier mit Glow aus dem Jahr 2010. Der hat es unter die besten 700 Songs geschafft. Das muss man auch erstmal hinbekommen, sage ich mal. Weil das sehr, sehr hart umkämpft ist, diese Chartliste. Machen wir weiter mit Sting und Fields of Gold, eines der bekanntesten Songs auf jeden Fall von ihm, wenn nicht sogar der bekannteste, zusammen mit Englishman in New York. Aus dem Jahr 1993 auf jeden Fall hier gelandet auf Platz 695. Dann das nächste One-Hit-Wonder. Da haben wir heute ziemlich viele wieder dabei. Merke ich schon, David Dundas. Aus den 70ern, genauer gesagt aus dem Jahr 1977, Jeans On von David Dundas, Platz 694. Das war auch einer seiner, ja, einzigen Hits, die so richtig bekannt wurden. Hier auf jeden Fall. Dann machen wir weiter mit einem etwas unbekannteren Song, den ich auch, ja, neu entdeckt habe vor nicht ganz so langer Zeit tatsächlich. Nämlich The Band To Cap. Angel with a Shotgun aus dem Jahr 2011, auch ein richtig klasse Song, wie ich finde, und somit hat das natürlich auch verdient reingeschafft. Unter die besten 700 Songs, auf Platz 693 genau gesagt. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten 80er, nämlich da haben wir Mike Oldfield mit seinem bekanntesten Song Shadow on the Wall. Die 692 ist das schon. Weiter geht es dann mit The Script und Superheroes aus dem Jahr 2014. Ein Song, der ja auch wieder mal eine gute Platzierung einfahren konnte. Der war auch schon in der Ausgabe von 2020 dabei in meinen Top 2000 Charts. Aber wo genau der da war, weiß ich nicht mehr. Bloß er war auf jeden Fall in der oberen Hälfte irgendwo. Weitermachen wir dann mit Kenny Loggins aus den 80ern, aus dem Jahr 1983. Sein Song
Hard Light die 690 hier bei mir. Machen wir dann weiter mit einem 90er und da haben wir die Eurythmics zusammen mit Annie Lennox und Dave Stewart. Love is a Stranger, Platz 689. Weiter geht es dann mit Sarah Larsson und ihrem bekanntesten Song Lush Life. Damit ist sie 2015 hier durchgestartet, ist sie im Radio rauf und runter gelaufen, ich weiß es tatsächlich noch. Ist aber tatsächlich auch schon wieder einige Jahre her, also es werden jetzt dann schon wirklich 7 Jahre. Unfassbar, wie schnell die Zeit vergeht. Das war jetzt auch so ein bisschen ein Song, der in meiner Jugend oft im Radio gelaufen ist, sozusagen. Die 688. Weiter machen wir mit der 687 und ja, in diesem Jahr ist nicht nur die Bundesliga an den Start gegangen, nämlich im Jahr 1963, sondern auch dieser Song war da ganz aktuell in den Charts ganz weit oben. The Beach Boys mit Surfing USA, Platz 687 und wir haben so noch wenige Songs hier in diesem Video, dann sind wir auch schon wieder fertig für heute. Jetzt haben wir aber erstmal eine 90er von den Backstreet Boys, Everybody, auch das ein Mega-Hit von dieser Boygroup gewesen, die 686. Weiter geht's auf jeden Fall mit Burak Yeter und Crash aus dem Jahr 2018, mal wieder etwas in Anführungsstrichen Neueres hier am Start. Und ihr merkt auch schon, dass wir ziemlich viele ältere Songs natürlich hier dabei haben in den Top 2000 und ja, Oldies but Goldies heißt das natürlich, aber wir haben hier eine ziemlich gute bunte Mischung gefunden, wie ich finde. Und das wird natürlich auch im Jahr 2022 in der Ausgabe, dann die es natürlich erst geben wird, wenn natürlich die 21. Ausgabe beendet ist, da werden dann noch mehr, sag ich mal, 80er, 90er am Start sein. Genau. Somit machen wir weiter mit Platz 694 und dem bekanntesten Song von der Band America, A Horse With No Name aus dem Jahr 1971. Dann kommen wir zu Sascha und da hat er ruhigere Töne gefunden in diesem Song, If You Believe aus dem Jahr 1998. Dann haben wir auf jeden Fall einen Klassiker in der Musikwelt, nämlich Pink Floyd, Another Brick in the Wall aus dem Jahr 1979. Und somit haben wir noch Zeit und Platz für die 681, The Monkees aus dem Jahr 1968, Daydream, Believer und somit würde ich sagen, belassen wir es hier mit bei diesen 40 Songs. War auf jeden Fall mal wieder für euch hoffentlich auch sehr interessant zu sehen, wie es hier weitergeht bei mir in den Top 2000. Und beim nächsten Mal machen wir da weiter mit den Plätzen 680 bis 641. Auch da wird es definitiv wieder spannend und interessant. Und somit würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder. Bis dann und ciao.